Herzlich willkommen allesamt. Wir haben wieder Samstag, diesmal den 28. Mai 2022. Und wir sind wieder wie jeden Samstag beim Verantwortungstreff oder Samstalk. Und wir experimentieren dabei immer auch mit Kommunikationsmethoden, Talkmethoden, wie wir möglichst die größten Hindernisse knacken können auf dem Weg zum vernünftigen Gespräch über den Verantwortungswandel in der Welt und dass wir da diese Knoten durchbrechen können, lösen können. Da haben wir den Redekreis und wir haben das jetzt noch gepeppt, so im Moment mit dem Experiment des Schachuhr-Talks, habe ich näher erklärt beim letzten Mal. Kann man auch reinschauen in unser begleitendes Forum, ein freie Argumente-Forum. Der Dylan blendet es ab und zu mal ein und es ist zu finden unter freie-argumente-kultur.de. Und da gibt es eben auch einen Thread zu den Verantwortungstreffs. Und die sind ja auch eine Form von Wandelgespräch. Also ich empfehle, das in Verbindung zu sehen mit dem Thread auch über die Wandelgespräche, die im engeren Sinne, also als anfängliche Spezialbezeichnung so Wandelgespräch, montags abends immer angefangen haben und jetzt auch noch weiter stattfinden. Okay, das sei es als Einleitung. Dann gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den, ich nehme an, Dylan. Ja, und die Regeln, du hörst mich gut, ja? Ja, sehr gut. Die Regeln sind wir jetzt ja, dass wir im Ping-Pong wieder arbeiten und jeder kann jederzeit wechselrufen und dann übergeben. Man kann auch, wenn man selbst seinen ersten Gedanken fertig hat, kann man selbst mit Wechsel auch den anderen quasi dazu bringen, jetzt was zu sagen, ja? Und ja, und dann fange ich mal an. Ich habe jetzt hier eingeblendet für die Zuschauer, was ist. Das müsste für die Live-Zuschauer auch gut lesbar sein. Ich bin jetzt hier im freieargumentekultur.de Forum und lese daraus vor, aus dem, was ich unter dem Faden oder dem Thema Wandelgespräche geschrieben habe. Und ich fange an und lese erstmal vor, was ich da vorzulesen habe. Und los geht's. Öffis Frack und Moderationsfähigkeit sind Weltspitze. Aber nicht nur das, auch die freie Argumentekultur ist Weltspitze aus meiner Sicht. Die Moderationsfähigkeit ist Weltspitze aus meiner Sicht. Die Wandelgespräche sind Weltspitze aus meiner Sicht, denn so etwas gibt es nirgends sonst. Ich habe es gerade erlebt. Wieder die Ausgrenzeritis habe ich gerade erlebt. Das Wandellab in Berlin. Da wollen wieder die linksradikalen, linksextremistischen Träumer unter sich bleiben. Und die dulden so gerade so eben die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, weil die ja auch so ein paar linksträumerische Elemente hat, so, und so auch so einen gewissen Hass auf die Konzerne hat. Haben die GBO schlichtweg abgelehnt, weil wir ja keinen Hass gegen Reiche und Fähige sehen, sondern eine Versöhnung mit Reichen und Fähigen auch als Ziel sehen, weil wir ohne die sowieso keinen Wandel hinkriegen, denn die sind nun mal die Herrscher. Das heißt, diese Linksextremisten bei dem Wandellab, die laufen im Prinzip darauf hinaus, dass sie am Ende wieder nur eine Wahl haben, eine gewaltsame Revolution, die wieder bei der DDR endet. Ja, aber so ist die Welt. Ja, und deswegen ist das, was ÖFF hier hat mit den Wandelgesprächen, absolute Weltspitze. Ja? Und insofern, das ist das Gute. Jetzt erst kommt aber die Kritik, denn ich trenne all das, was ich eben gelobt habe als Weltspitze. Ich bin der Meinung, dass das Konzept der Schenker-Bewegung
nicht Weltspitze ist, weil es nicht wie das Schenken des Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunismus nicht aus einem leicht eigennützigen Schenken ist. Sie möchte ja gern das Wort Egoismus für das bösartige, schädliche, egoistische Verhalten im Kapitalismus reserviert wissen. Und ich habe jetzt gesagt, ich nehme Eigennutz für den gesunden Eigennutz der Bonobos, die also nicht völlig selbstlos schenken. Und das scheint mir aus naturwissenschaftlicher Sicht das Einzige zu sein, was geht. Aber jetzt kommt die Kritik eben an diesen ganzen Schenker-Konzepten, die mich nämlich noch lange nicht überzeugt haben. Also, ich fürchte, ich bin der Einzige, also Punkt 1, ich fürchte, ich bin der Einzige, dem es wirklich eilt mit der Weltrettung, da ich mich noch nicht gemütlich eingerichtet habe im Kapitalismus wie Öffi mit bürgerlicher Kleinfamilie, mit netter Frau und nettem Kind und noch ein anderes Kind, was noch irgendwo existiert. Und Luis mit seiner netten Zweierbeziehung mit der bestimmt hübschen Antonia oder andere mit Partys wie Wandel Berlin oder Demo-Partys und so weiter. Und vielleicht sogar die GWÖ, wo man nette Liebespartner finden kann beim netten gemeinsamen unrealistischen Träumen von Kapitalismusabschaffung durch den Reichen und Fähigen endlich alles wegnehmen und ähnliche linksextreme Träumereien, die ja nicht unbedingt schnell Realität werden müssen, hat man es sich doch im Kapitalismus ganz gemütlich in einer kleinen Ecke eingerichtet. Also mein erster Satz an dich, Öffi. Ist die auch bürgerlich eingerichtet im Kapitalismus und eilt es dir deswegen gar nicht so sehr, wirklich viele Menschen zu erreichen? Bist du mit wenigen zufrieden? Wechsel! Wir hören dich nicht. Ja, danke. Ich musste mich erst entstummen. So. Ja. Dankeschön. Ja, also ich bin auf jeden Fall total dankbar, ne, für alles, was du da geschrieben hast und für das, was du jetzt an Gedanken einbringst, auch die Kritik. Ich würde aber gerne in zwei Schritten vorgehen. Also erstmal, wo du das mit dem Schenken und der Selbstlosigkeit, dem Eigennutzen beschrieben hast. Ich glaube, da wird auch jetzt in der letzten Sendung ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also ich bin ja für das organische Schenken. Also was von der Strukturlogik so ist, dass der Einzelne einfach sich einordnet ins Ganze, an seinem ihm zustehenden Platz und in seinem passenden Maß und sich einfach dementsprechend verhält. Also im Grunde genommen ist es eine ganz logische Verantwortungslogik. Man verhält sich so, wie man auch ist. Also weil dieses, ich nehme mich heraus und verfolge eigene Interessen, womit ich mich höher stelle, als es mein Platz im Ganzen ist, das ist etwas, was strukturlogisch einfach nicht so gut funktioniert. Also es ist wie, wenn man ein Puzzlebild vor sich hat. Wechsel! Ja. Zur Selbstlosigkeit kommen wir noch ganz oft genug. Aber jetzt der erste okay. Punkt konzentriert sich ja darauf, hast du es dir gemütlich im Kapitalismus gemacht und eigentlich gar nicht eilig, wirklich Massen an Menschen zu erreichen? Wechsel! Ja, gut, dann werden wir ja später zu kommen. Ne? Also jetzt habe ich ja schon mal das Stichwort gesagt mit dem organischen Schenken. Also dass wir so die Zellenlogik verfolgen können und in unserem Innern auch spüren können. Aber dann gehe ich auf diese Frage auch gerne ein. Also ich glaube das nicht. Also wer sich jetzt die letzten, nehmen wir mal 2 Jahre anschaut, also muss man auch nicht mal aufs Ganze schauen, wie viele Jahre ich mir so auf der Straße auch im Winter um die Ohren gehauen habe schon, oder durchs Zusammenleben mit schwer Asozialen, die mich mehrfach in lebensgefährliche Situationen gebracht haben, Mordanschläge und so weiter. Davon sehe ich mal ab. Ich nehme mal jetzt die letzten 2 Jahre. Und da ist es so gewesen, dass ich zur Rettung eines unserer Projekte da in Dagelitz vorher mir da die ungeheizten Winter um die Ohren gehauen habe. Wechsel! Ja. Was sagst du dazu, dass ich sage, dass die einzige Möglichkeit, Massen zu erreichen, über eine Verbindung mit der GWÖ geht? Du hast dich damals mit den Extinction Rebellion verbunden. Das hättest du dir sparen können, aus meiner Sicht. Aber bei den GWÖ-Leuten gibt es vernünftige Leute. Und das machst du leider nicht. Anstattdessen machst du alles andere, was aber keine Massen bringen kann. Wechsel.
Naja, also ich beschäftige mich in alle Richtungen. Ich habe mit Christian Felber bei einem seiner Vorträge persönlich mich darüber ausgetauscht, auch wie das ist mit der Ganzheitlichkeit. Ich habe ihm die Frage gestellt, die er in seinen Vorträgen nicht so mit zum Zuge kommen lässt, nämlich, dass es nicht nur das Ökonomische, sondern das Politische gibt. Und ich stellte ihm die Frage, lieber Herr Felber, darf man herrschen lassen oder Herrschaft an jemand übergeben, der einen vorher nicht fragt und nicht mit Verantwortungsgründen überzeugt? Ich musste dreimal nachhaken und bekam die Antwort, nein, das darf man nicht. Okay, das ist ja für mich der springende Punkt. Also für mich gibt es das Primat der Politik, des Politischen vor dem Ökonomischen. Wir lassen nicht unser Portemonnaie, unsere Lebensregie entscheiden oder Gesellschaftsregie oder wäre nicht schlau, sondern da müssen wir nach Sinnüberlegungen planen und an alles denken. Dann kommt das Beste dabei raus. Und insofern, ich versuche da anzufangen. Ja, bitteschön, gern. Ich sage ja, dass das nur durch die Konzentration all deiner Arbeitszeit auf Telefonate, wie ich es mache mit GWÖ-Leuten und auf Mail-Kontakte an alles, was im Internet zuckt, könnte ich dir genau erklären, wie man das macht. Ich mache es ja schon die ganze Zeit. Darin wäre die einzige Chance, an Massen zu kommen. Natürlich müssen wir die GWÖ dann verändern, aber erstmal müssen wir sie öffnen für die GWÖ-GWO-Kombi-Diskussion. Wechsel. Naja, also ich sehe es so, dass ich eben, und insofern, ich will einen ganz schnellen Weg zum Ziel. Ich frage mich, was ist denn das, was am Ende das sinnvolle, erfüllende, verantwortliche Leben ist, und lebe es direkt. Nicht im Sinne von Ausschließlichkeit. Also ich bin sehr für diese Mehrschienigkeit und Doppelschienigkeit, die wir auch schon oft besprochen hatten, dass man auch mit Reformen von innen aus der Gesellschaft heraus arbeiten kann und ja für die geschichtliche Entwicklung es wahrscheinlich auch machen muss, weil die meisten Menschen nicht einfach an den Sinn des Ganzen denken und danach handeln und nicht in solche Kommunen gehen. Wechsel! Ich glaube, Wechsel. Aber du siehst doch jetzt, dass du nach 30 Jahren immer noch eine Handvoll an Leuten hast und dass es so nicht gehen kann. Ja? Wechsel. Nee, ich sehe, dass es das Einzige ist. Denn, weißt du, wenn ich mir anschaue, wie leben die anderen Menschen um mich herum? Ich habe auch für dieses Leben, dass ich keinen so beauftragt habe, ne, der in meinem Namen was zu tun, den ich gar nicht verantwortlich finde. Und nicht bei dieser Abrechnerei mit dem Geld und diesen Unterschieden, die da entstehen zwischen Arm und Reich, mitzumachen. Also dieses Prinzip freie Argumente, Kultur und Menschengeschwisterlichkeit wollte ich direkt leben, habe ich gelebt. Ich habe es gemacht, als ich dafür ohne Zuhause oder ohne Projekt, ohne Kommune auf der Straße stand. Mittlerweile nach 30 Jahren kann ich für mich und für andere sagen, wer von 0 auf 100 das Ideal oder den Zielzustand am Ende verwirklichen will, der hat jetzt eine Existenzgrundlage. Das heißt, er kann irgendwo hin, wo ein Ort ist, an dem er sein kann. Er muss nicht hungern oder frieren. Er wird auch nicht erschlagen, wie in früheren Phasen es nicht unwahrscheinlich war. Und insofern, ich bin der Ansicht, der Stern, wohin es kommen soll, sollte existieren und er sollte möglichst selbst auch von den wichtigsten Pionieren gelebt werden. Und das kann ich jetzt auch weiter andere als je zuvor. Ja. Aber wenn wir in diesem Tempo, es piepst bei mir, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann haben wir in Millionen Jahren immer noch 5 Leute. Wechsel? Da hast du völlig recht. Also ich bin ja auch der Ansicht, wir müssen kreativ in alle Richtungen denken, auch in Richtungen solcher Reformen, nicht nur die Menschen abzuholen. Was? Piep. Die Zeit ist um. Okay. Ja, zweite Runde. Startet ja, gleich. Ja. Ich fange gleich an. Moment. Okay. Also, los geht's. Zweite Runde, ja? Ja, soll ich oder fängst du? Nee, ich fange an. Gut. Also, gucken wir, ob wir mit dem zweiten Punkt besser rankommen. Zweitens, das Schenker- und Post-Conventional-Level-Konzept ist mangelhaft, weil nur für Genies verstehbar, umsetzbar und lebbar. Also nur für winzige Minderheiten und winzige Kommunen geeignet. Die Masse der einfachen Menschen ist so niemals erreichbar.
Das hat ja auch Kohlberg erkannt, dass das nur ganz wenige sind, die das Post-Convention-Level überhaupt erreichen. Die Gehirne der Masse, und es gibt noch einen zweiten Punkt, es gibt zwei Arten von Menschen, die das Post-Conventional-Level erreichen können. Die, die für moralische Manipulation empfänglich sind, aber das kann für uns kein Weg sein, wir wollen doch keine manipulative Gesellschaft. Und die anderen sind, die es Kraft ihrer überlegenen Geisteskraft und ihres Genies es schaffen, wirklich im Sinne des kategorischen Imperativs von Kant zu denken, was ist gut für alles, woraus könnte man Gesetze machen für alles, ja. So, aber bleiben wir erst jetzt bei diesem Satz. Was sagst du, wenn ich das sage, du hast gar keine Chance, Massen zu finden, außer mit der GWÖ, weil die ist einfacher. Und das Post-Conventional Level zu erreichen und das Schenker-Konzept und so weiter ist alles nur für ganz wenige Genies, während die GWÖ durchaus für 30-40% ist und nicht nur für Genies. Wechsel? Ja, danke, Dylan. Also ich glaube, dass es ja erstmal drauf ankommt, was ist denn überhaupt die Strukturlogik, die uns retten kann, bevor man guckt, wie viele rennen jetzt wofür. Und da bin ich der Ansicht, es ist von bestechender Logik, dass wenn wir Verantwortung in die Weltentwicklung reinkriegen wollen, dann müssen da Leute sein, die eben an die Folgen des Tuns denken, und zwar so weit, wie sie reichen. Und ob sie dann aufs Ganze gesehen in Ordnung sein können, ob da künftige Generationen überhaupt mit leben können oder akzeptabel leben können und so weiter. Päuschen. Ja. Da hat sich einer, bewirbt sich um Zulassung. Jetzt muss ich gucken, dass ich hoffentlich den richtigen Klick mache. Ja, ich wünsche dir Glück. Ja, der Henning. Ja, ich habe dich jetzt erst gesehen, Henning. Hörst du mich überhaupt? Ja, ich höre euch. Ich hatte Internetprobleme. Ich konnte nicht eher reinkommen. Ja. Wir sind gerade, du bist dann als Nächster dran, wir sind aber gerade in einem Durchlauf, ne? Ja, ich höre mal rein. Ja. Ja, soll ich weitermachen? Ja, also, warte mal, aber du hörst nachher den Henning nicht. Henning, sag mal was, ob er dich hört, ob der Öff dich überhaupt hört. Ja, Öff, hallo, sei gegrüßt. Kannst du mich hören? Öff hört nichts. Öff hört gar nichts. Also muss ich die Technik ändern. Warte, ich stopp mal, pausiere mal kurz die Aufzeichnung. Die läuft. Du bist an, Öffi. Ich bin dran. Ja gut, ich habe gesagt, ich bin für alle Zwischenschritte und so weiter. GWÖ, GWO, finde ich alles toll. Mehrschienigkeit. Ich bin ja der Ansicht, für die ganz Süchtigen brauchen wir wahrscheinlich Wechsel. Fortnite-Spiel. Wechsel. Ja, Wechsel. Aber eben, das sehe ich bei dir die große Gefahr, dass du in Wirklichkeit einen Großteil deiner Arbeitszeit für Dinge verwendest, die aus meiner Sicht nur am Ende 5 Leute bringen, weil das einfach nur für Genies, also nur für einen Mini-Promillsatz der Gesellschaft geeignet ist. Und dass du dort, wo wir viele Menschen erreichen könnten, nämlich über die Schiene GWÖ, eben viel zu wenig Zeit investierst, während ich zum Beispiel meine ganze Zeit in diese GWÖ-Schiene investiere, außer diese Sendungen hier heute. Wechsel! Ja, aber Dylan, du musst Folgendes sehen. Ich bin da auch für und ich helfe da zum Teil mit. Aber ich bin der Ansicht, wir brauchen auch dieses ganzheitliche Strukturmodell vorgelebt, ne, dass die Leute den Stern sehen können, wohin es soll. Die Strukturlogik ist bekannt, ob der Philosoph Peter Singer, ob die... Wechsel! Bitteschön, ja. Also was Singer sagt, ist mir natürlich alles bekannt. Das ist das Tit for Tat und diese ganze mathematische Spieltheorie. Das habe ich natürlich auch alles gelernt. Aber das bringt uns da überhaupt nicht weiter. Denn wir kriegen ja noch nicht mal 5 Leute für eine Kommune zusammen. Das geht nicht, weil wir viel zu elitär sind für die anderen Leute. Aber die Gemeinwohlökonomie, die hat Tausende von Fans in aller Welt, zigtausende Fans, bis in die Regierung hinauf, bis zum Habeck, der ist ja auch ein ausgewiesener GWÖ-Fan, ja, und der hat ja sogar mit dem Fellberg schon gesprochen und so weiter. Und da nur dort liegt die Chance, wirklich
Kontakt zu kriegen. Und du hältst immer an deinen Konzepten fest, die aus meiner Sicht niemals auch nur eine Kommune von 10 Leuten zusammenbringen können, die funktioniert. Denn das, was du da in Dagelütz oder sonst wo hattest, das waren ja teilweise Experimente mit, ja, Wracks, aber unsere Kommunen erfordern die topfähigsten Leute. Wechsel. Ja, Dylan. Also erstmal noch zu Peter Singer. Also Peter Singer ist nicht nur mit Tit for Tat und so, sondern er gibt zu, dass es bei Liebenden eine Identifikationslogik gibt, die eine ganz andere Ebene bildet. Ne? Ich zitiere kurz, es ist richtig, dass zwischen Liebenden in einer Familie oder zwischen engen persönlichen Freunden, wo es jedem wirklich um das Wohl des anderen zu tun ist, die Frage der Vergeltung kaum auftritt. Übrigens, du bist jetzt unheimlich leise, bitte so laut wie möglich, näher ans Mikro. Ja. Echtes Interesse für andere ist also die vollständige Lösung des Häftlingsdilemmas. Es hebt das Dilemma auf. Es ist gut, wenn wir versuchen, dieses echte Interesse über die Familie und den engen persönlichen Freundeskreis hinaus auszudehnen, wo immer es möglich ist. Wir fordern ja Kinder oft auch dazu auf, sich in andere in ähnlicher Art hineinzuversetzen. Wechsel. So, bitteschön, ja. Nur Henning, ganz kurz die Information. Du weißt, nur wenn du an den rechten Rand unter mich rückst, unter mich, unter mein Bild, nur dann sieht man dich überhaupt, ja? Du kannst die Kamera ja mal ein bisschen drehen in der Zeit. Also, Wechselball habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber genau das bringt... Wir waren bei der Logik der Liebenden. Ja, das bringt alles nichts, weil so auf diesem Weg halte ich es für unmöglich, auch nur eine Kommune von 10 Leuten, die wirklich dann alle 2 Tage an der Supervision bei uns teilnehmen und so weiter hinzukriegen. Das geht so nicht. Wechsel. Ja, aber ich bin der Ansicht... Ich helfe auch da in einem, wie ich denke, nicht zu minimalen Maß, also mit für dich, GWÖ, GWO und so weiter. Aber dieser ganzheitliche Ansatz muss auch sichtbar werden, muss strahlen. Er wird getragen, ob von Peter Singer, ob von der Diskursethik, die ja das Diskursprinzip mit dem Universalisierungsprinzip verbindet, von Kant und Wechsel. So weiter. Bitteschön. Wieder einfach, du merkst nicht, dass das Ganze nur elitäres, wir bewegen uns im Elitedenken. Ja, die Gemeinwohlökonomie, das ist auch für einfache Leute, für Unternehmer, die einfach sagen, ja, hoppla, das klingt doch gut. Ich krieg Steuervorteile, wenn ich eben nicht mehr die üblichen kapitalistischen Schweinereien gegen die Menschen mache, sondern wenn ich nur Gutes tue für die Menschen, dann kriege ich plötzlich Steuervorteile. Und das ist primitiv und das können Millionen Menschen verstehen. Und da müssen wir die Kommunen dann abgreifen von diesen Leuten her. Wechsel. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Also erstmal kurz technisch, die Anke hat ein bisschen zugehört. Wenn sie auch mitreden kann später, du kannst sie ja mit einteilen, ist sie auch nochmal, kann ich sie dazu rufen nochmal. Ich gucke, was geht, aber weil es mich drängt, die abschließende Lösung, Ziellösung so wirklich zu erreichen, deshalb gucke ich, wo scheint das ganzheitlich als Möglichkeit auf. Und dass es nicht nur eine kleine Splittergruppe sein muss, sehen wir ja, dass die Corona-Krise zumindest eben in Berlin da diese Massen, das waren Massenveranstaltungen, das waren Millionen von Menschen, die dahinter standen, ne? Auch wie der Robert F. Kennedy gesagt hat, die entscheidende Front gegen den Totalitarismus läuft mal wieder in Berlin. Hier müssen wir uns dagegen stellen. Und da war ja das Zeltcamp als Herzstück dieses Widerstands dann. Das habe ich übernommen, Dylan, und führe es bis jetzt, wenn auch nur als Minimalfaden wieder. Wechsel! Bitteschön. Das betrachte ich als absolute Zeitvergeudung. Im Moment sind da eben nicht mehr 10.000 Leute, nicht mehr 100.000 Leute, sondern 3 Leute. Und die Aufmerksamkeit ist nahe null. Und die Gerichte drücken sich auch vor dem Dialog mit dir. Also das erlebe ich selbst als reinste Zeitvergeudung. Wechsel. Wechsel, Wechsel. Naja, also Jesus trug sein Kreuz alleine und Gandhi war auch verbittert, weil seine eigentliche systemische Logik als Lösung von niemandem eigentlich richtig aufgegriffen wurde. Stopp mal kurz. Ja. Henning, nur zur Information. Ich habe nur 2 Uhren. Wenn ich 3 Uhren hätte, könnte man auch ein Dreierwechselsystem machen. Aber ich kann im Moment nur 2. Das heißt, du bist dann nachher 5 Minuten dran und kannst dann sagen, was auch immer du möchtest. Also, es geht weiter. Öffi, mach ruhig weiter. Ja,
Also und die Krampfhaftigkeit, mit der das Stellen der Gesellschaft allein nur den Argumentaustausch, das Gespräch verweigern, sich mit Händen und Füßen sträuben, ich sehe das als ein Zeichen der Kraft dieser Argumente auch. Und da muss man durch die Wüste dann gehen, um die das gelobte Land oder die schöne Oasenlandschaft zu erreichen. Ich arbeite gleichzeitig auf allen Schienen mit, in dem aus meiner Sicht angemessenen Maß. Wechsel. Für mich ist das Herzstück die Ganzheitlichkeit. Wechsel. Ja. Und aus meiner Sicht ist das alles Zeitvergeudung, was du da machst. Denn bei der GWÖ warten auf dich potenziell ungefähr 1 Million Menschen weltweit, in Deutschland zigtausende Menschen. In jeder Stadt gibt es, garantiert gibt es auch in Marburg eine GWÖ-Gruppe oder eine Regionalgruppe, die man persönlich besuchen kann. Da kann man für Kommunenleben einladen. Man kann aber auch die öffnen für die GWÖ, GWO Wohlfühlstimmen Diskussion, als die GWÖ zu verbessern, denn also ich bin ja ganz sicher, dass die GWÖ alleine keine Chance hat, weil sie viel zu viele Kinderkrankheiten hat und zum Beispiel eben nicht die Wohlfühlstimme hat. Wechsel. Ja, Dylan, ich habe doch für diese Leute hier auch in meinem Umfeld so die Jahre, also jährliche Regionalkonferenzen nachhaltig handeln mit organisiert, wo der Felber dann gekommen ist und so, ich da auch mit ihm reden konnte, natürlich auch seine Fans damit drumherum. Das heißt, das wissen die ja alle, das kennen die. Aber ich renne doch den Leuten nicht hinterher, die jetzt wissen, also man kann sich da jetzt weitergehend öffnen. Hier ist die Richtung und da ist der Stern am Horizont. Ich gehe hin und lasse den Stern so gut strahlen. Wechsel. Du müsstest da eben genauso geduldig, wie du sonst auch immer bist, einfach geduldig dich zu diesen setzen und die langsam erwärmen. Wechsel. Adelen. Da gibt es aber ganz viele Gruppen. Ne? Ich meine, Extinction Rebellion hat auch eben die Weltrettung im Gandhi-Sinne aus ökologischen Motiven auf ihre Fahnen geschrieben. Man könnte sich neben alle Leute setzen und hoffen, dass man sie auftauen kann aus ihren, ich sag mal, ja, Splitter oder Krümeln, mit denen sie da bereit sind anzufangen. Also mir ist wichtiger, dass die mich kennen, dass da ein Faden ist. Von Wechsel! Und dann gehe ich aber voran. Die Extinction Rebellion waren ja unmögliche Ausgrenzeritis und ob das bei GWÖ so ist, ist vielleicht nicht so. Wechsel? Naja, also ich meine, du versuchst ja auch und ich finde es ja toll, wir können auch arbeitsteilig agieren. Du versuchst dich da wohl scheinbar jetzt mit deiner vollen Energie reinzuhängen. Finde ich doch total spannend. Ne? Und wenn du eben mich oder meine Mitargumentation brauchst, ich bin für Talks und sowas und alles Mögliche immer zu haben, ne? Aber wenn die Leute, die du ansprichst... Ja. Deine Zeit ist zu Ende. Ich habe noch ein paar Sekunden. Ja, Öffi, ja, genau das ist aus meiner Sicht der zentrale Fehler bei dir, dass du sozusagen genau dort, wo die Massen sind, nicht machst und dort, wo niemand ist, da machst du unheimlich viel. Ja, und das bedeutet für mich die Stagnation. Aber jetzt müssen wir den Henning 5 Minuten zu Wort kommen lassen und vorher checken wir nur mal kurz die Technik neu. Warte mal, Henning. Und nimm die Anke mit auf, ne? Die Anke will danach, dann nach dem Henning. Ja, dann kann sie ja dann sprechen. Wobei, wenn dann wäre es besser, die Anke spricht zuerst 5 Minuten, weil kommen wir ja mit der Technik, wie sie jetzt ist, klar. Es ist immer besser, wenn die Telefonleute hintereinander sprechen. Alles klar, ich halte es zu Anke hin. Ja, vielen Dank, könnt ihr mich hören? Ja, super. Henning, du hörst sie auch? Ich habe jetzt kein Ja vom Henning. Ja, er nickt. Nee, du kannst sie noch gar nicht hören. Die Technik ist ja schwierig. Super, okay, prima. Nee, aber er hört super. Also, jetzt 5 Minuten. Ich klicke. Vielen Dank. Ich war gerade im Wald unterwegs, als ich da bei meinem Handy so die Nachricht bekommen habe, weil ich ja deinen Kanal Next Scientist for Future abonniert habe, dass da die Live-Schalte gibt. Und dann dachte ich, ach, das ist doch dieses Gespräch, wo auch Öffi dabei ist und habe mal reingehört und euch auch lieb gegrüßt. Da wollte ich noch einen zweiten Kommentar schreiben, der irgendwie ja technischerseits nicht erschienen ist. Weil tatsächlich ich diesen Text, der da am Anfang eingeblendet war, schon sehr überheblich fand. Und deswegen habe ich an dich, Dylan, jetzt ein paar Fragen. Also du kannst es ja notieren. Ich würde die Fragen erstmal so runterrasseln, was ja meine 5 Minuten sind, und dann kannst du in deiner Redezeit dann antworten. Also mit wie vielen Menschen lebst du in der Gemeinschaft?
weil du uns so als bürgerliche Kleinfamilie bezeichnest. Wir leben hier ja nicht nur mit Menschen, sondern mit einer großen Lebewesenfamilie. Ich zähle auch die Lebewesenfamilie, meinen freundesbekannten Kundenkreis, wo ich auch im freien Schenken von Herzen viel mache. Ich habe da übrigens Menschen vom Hartz-IV-Empfänger tatsächlich bis zum Milliardär, also bis zum Milliardär, der bei der Forbes-Liste der reichsten Menschen Deutschlands aufgezählt ist. Und bin da auch sehr tief auch verwoben auf allen Ebenen. Und ich empfinde so diese Art, wie du das so schreibst, ziemlich überheblich. Deswegen wollte ich fragen, mit wie vielen Menschen lebst du in der Gemeinschaft? Wie lebst du dein tägliches Bonobo-Sein, von dem du immer erzählst? Wir zum Beispiel haben hier ständig Sex, der Öffi und ich, das ist sehr gut investierte Zeit, da sammelt man richtig gut Kraft, auch für die Interaktion mit anderen Menschen. Wir lieben hier Kontakt, also ich weiß nicht, Oxytocin wird ja als Wissenschaftler ein Begriff sein. Wo sammelst du dein Oxytocin? Wo sind deine Massen? Dem Öffi wirfst du vor, dass er die Massen nicht anspricht. Ich sehe, dass da eine sehr gute Wurzelbildung ist. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, im Gegenteil, dann reißt man es raus. Und wenn man gute Wurzeln bildet, dann wächst es dann irgendwann umso kraftvoller und dichter. Habe ich mir noch was aufgeschrieben. Wie ist deine Wohnung finanziert? Ist das denn schon so voll gemeinwohlmäßig à la Felber und sowas? Oder bist du da so kapitalistisch noch verstrickt? Ich habe zum Beispiel schon, bevor ich mit Öffi zusammen war, den Seminarraum hier geöffnet für Lichtliebesseminare, wo wir tatsächlich, der ganze Boden war gepflastert von Isomatten und Schlafsäcken. Wir haben da tolle Seminare gemacht und sind uns wunderbar begegnet. Ich habe wochenlang auch Menschen hier mit wohnen gehabt noch und so, also von wegen bürgerliche Kleinfamilie. Wer lebt bei dir außer dir selbst? Oder na, du hast dich ja jetzt geöffnet. Ich kann gerne was antworten in deiner Zeit, weil die andere Zeit nachher, die habe ich ja dann wieder das Zweiergespräch mit dem Öffi, das, was mir sehr wichtig ist. Ich kann jetzt gerne antworten in zwei Sätzen. Ja, wegen mir? Ja, also ganz kurz, meine Antwort ist ganz kurz. Ich telefoniere jeden Tag oft stundenlang mit Leuten von der GWÖ, die mit teilweise fantastischen Gesprächen und versuche so zu erreichen, habe jetzt als nächste Erfolgsmeldung gehabt, dass wir demnächst eingeladen werden sollen zu einer Talkshow, Online-Talkshow, bei der Christian Felber dabei ist. Das wäre dann ein erstes direkt. Christian Felber hatten wir doch vor Jahren hier schon einen Workshop. Also das ist ja keine große Errungenschaft, von der du da erzählst, dass du stundenlang investierst deine Telefonate. Ja, aber ich sehe halt in allem anderen keinerlei Sinn. Also ich sehe keinerlei Chance, diese Welt zu verändern und zum Beispiel das Klimaproblem zu lösen und die Welt zu retten. In den Strategien, die ihr im Moment fahrt, da sehe ich null Chance. Der Milliardär, der müsste eigentlich mal mit unseren Professoren ins Gespräch kommen. Und wenn wir den überzeugen könnten, und da sage ich, unsere Professoren zusammen mit mir hätten eine Riesenchance, diesen Milliardär zu überzeugen, dass unser Ansatz der beste ist und dass er, wenn er das unterstützen würde, hätten wir die Weltrettung gestartet. Solche Dinge können funktionieren, aber eben das andere halte ich für unmöglich, dass es funktionieren kann. Ja? Und meiner Lebewesenfamilientätigkeit haben wir hier schon vernetzt gearbeitet. Diese Realutopia-Wiese ist dazu gekommen. Dann hier in Stadtallendorf auf die Wiese, wo das Zelt steht, wo wir auch die Dannenröder unterstützt hatten, wo es hinsichtlich dieser Autobahnbaugeschichte ging, dass wir da lieber Flächenversiegelung verhindern wollen und so. Also ja, Deutschland hat 83 Millionen Menschen, die Welt 8 Milliarden und wir haben erreicht vielleicht 10 Leute. Das wird nichts verändern. Ja, dann zeig uns doch, wie du die erreichst, aber moddere doch nicht andere Leute dann ständig so an, dass sie das nicht gut machen. Also dann zeig doch, wie du das gut machst und geh mit gutem Beispiel voran. Das ist eben ja der Sinn der freien Argumentekultur, dass wir ringen um den Weg der Lösung und wir versuchen ja jetzt hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja, und jetzt ist der Henning dran, also es geht ja gerade darum, ob wir nicht doch es schaffen, uns irgendwo anzunähern. Henning müsste jetzt dran sein, aber dafür erstmal der Soundcheck, Henning. Moment. So, ich bin da.
So, und jetzt ist ein anderer Ton. Warte, kurzer Test. Anderer Ton. Kannst du mich hören? Sag noch mal was. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Es piepst. Ja, ja, Augenblick. Ich muss erst mal hier wegdrehen. Moment. Ich sehe deine Technik nicht, aber du wirst das schon machen. Ja, ja, ich muss gucken, hier, was ich hier mache. Drück dir die Daumen. Jetzt ist meine Frage. Sekunde. Frage? Henning, sag du mal was und dann frage ich gleich den Öffer, ob er was gut gehört hat. Henning, sag mal was. Ja, guten Abend, meine Zuhörer und allen, die dabei sind. Danke, das genügt. Ja, okay. Der Öffer sagt, er hat es gut gehört, also können wir das so machen, ja? Und Henning, dann beginne deine 5 Minuten laufen, rücke noch ein bisschen nach rechts und dann sieht man dich auch gut. Ich werde dich auch gleich groß einblenden. Los geht's. Ja, also vielen Dank an die Vorredner und ich möchte gern auch meinen Senf dazugeben. In der Beobachtung dieses Wechselgespräches zwischen euch dreien. Und ich habe den Eindruck, dass ihr mit Argumenten oder immer denselben Argumenten euch bekämpft, anstatt in Konsens zu gehen, wie man es besser machen könnte, die Frage zu stellen. Und wenn einer, der unverständlich spricht, vielleicht einmal mit einfachen Argumenten das Ganze zu benennen, würde ich Folgendes sagen, um die Menschen halt zu erreichen. Die Menschen erreichen wir, indem wir den Menschen klar machen, was eigentlich Ursache von allem ist. Und die Ursache von allem Streit und Krieg, den wir derzeit haben, wir sind ja alle im Krieg miteinander, gegeneinander, so wie es auch hier gerade in dem Gespräch oder von den Vorrednern war. Wir sind alle Mittäter in einem Spiel der Gewohnheiten mit unsichtbaren Strukturen oder struktureller Gewalt in einem komplexen Gewaltsystem. Und dieses Gewaltsystem, dem wir alle unterliegen, in mehreren Etagen, die ich jetzt gleich aufzählen möchte, die sind aus der Gewohnheit gar nicht mehr, werden von den Menschen gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist zum Ersten aus Schrift und Sprache und Zahlen der Wortmatrix, gewaltsame Wortbegriffe und in der Negation. Das heißt also, wenn wir in der Negation etwas sagen, dann sagen wir, obwohl wir es verneinen, bringen wir es in die Wirklichkeit. Trotzdem. Das heißt also, keine Diktatur heißt so viel, ich möchte Diktatur letztendlich im universellen Sinne. Dann geht es weiter. Die andere strukturelle Gewalt, die wir haben, ist aus Recht und Gerechtigkeit der gewaltsamen Bestrafung, die wir haben in unserem Rechtssystem. In dem Moment, wo ich gewaltsam bestrafe, erzeuge ich immer wieder mehr Gewalt. Und das führt auch wieder zu Kampf und Krieg und minimiert nicht die Gewalt. Wir müssen, wenn wir friedlich miteinander leben wollen, als Menschen auf die Wortbegriffe achten, dass wir friedvolle Wortbegriffe benutzen und dass wir auch die Bestrafung abschaffen. Weil mit Bestrafung erreichen wir weniger, eher das Gegenteil. Dann die dritte Gewaltstruktur oder strukturelle Gewalt ist das wirtschaftliche Handeln mit einem vorteilbringenden Irrtum. Was der Dylan so schön immer erklärt oder auch an Beispielen bringt. Das ist eine Gewaltstruktur. Dann viertens, Wertesystem minderer Werte in Geld an tote Sachen, Rechtbewertung mit einem vorteilbringenden Irrtum. Gemessen an einen unendlichen Wert an Ehre und Würde am Lebendigen. Alles Lebendige, Erklärung von Max Planck von vor über 100 Jahren schon, und Symbolik einer Geldmünze und Schöpfergesetz ist, dass das
Lebenswert eigentlich unendlich ist. Und solange wir unseren Lebenswert selber minimieren, in Form von Geldwerten, dann korrumpieren wir unser eigenes Leben in erster Linie selber. Das heißt, wir zersetzen uns dadurch. Und diese Korruption überträgt sich dann auf andere. Das heißt, wenn ich mit Kaufen und Verkaufen jemand, das heißt, das Kaufen und Verkaufen in der Wirtschaft ist ein Täter-Opfer-Spiel. Aus Gewohnheit. Und dieses Täter-Opfer-Spiel kann nur das Opfer beenden, wenn es die strukturellen Gewalten erkennt und sagt, halt, ich möchte nicht mehr Opfer werden und ich möchte auch nicht, dass du bestraft wirst als Täter. Wie werden wir uns jetzt einig? Das ist die einzige Zielrichtung, die ich sehe, um überhaupt in einen Konsens zu kommen, dass sich denjenigen, der Forderung gegenüber mich stellt, ihn in die Konsequenz bringe, zu sagen, wie werden wir uns einig und gehen in Einheit in ein gewaltfreies Miteinander. Und damit möchte ich meine 5 Minuten erstmal beenden und die nächsten 4 Argumente der strukturellen Gewalt in der nächsten Runde erklären. Genau, passt. Ja, hat genau gepasst. Jetzt muss ich wieder umschalten, dass der Öffi und ich wieder in die nächste Runde einsteigen können. Moment, hier ist ein Fehler. So, jetzt Mikrofon war locker. So, jetzt muss ich schauen, was ich jetzt machen kann, damit wir den Öffi wieder richtig kriegen. Wo ist er? Ich muss erst einmal hier hin. Jetzt habe ich wieder... So, und jetzt habe ich das Bild wieder eingestellt. Gut, dann lese ich nämlich jetzt gleich weiter. So, jetzt muss ich gucken, was ich machen muss. Folgendes. Öffi, jetzt müsstest du mich wieder perfekt hören und wir müssten dich hören. Mal gucken, ob der Henning muss noch mal nicken, wenn er dich auch gut hört. Also ich höre euch jetzt sehr gut, also dich. Ja, und Henning, hast du auch den Öffi gut gehört? Ja, dann ist wieder alles perfekt, ja? Öffi, sag gerade noch mal was. Ja, toll. Ja, funktioniert alles. 2. Runde. Ja? Ja, gerne. Das war die 1. Runde gewesen, 2. Runde. Es beginnt. Ich lese weiter. Die Masse der einfachen Menschen ist so niemals erreichbar, hatte ich vorhin vorgelesen. Die Gehirne der Masse sind nicht durch Willensanstrengung vergrößerbar auf die Gehirne von Genies. Was aber die Voraussetzung wäre dafür, dass die Mehrheit das Post-Conventional Level überhaupt erreichen könnte, mit Aufgeben von zum Beispiel im Studium gelernten vorteilbringenden Irrtümern, VIs, der eigenen Sparte. Ja? Das heißt also noch einmal, um es ganz konkret auf den Punkt zu bringen, das, was ich geschafft habe als einer von Millionen Psychologiestudenten, nämlich meine Psychotherapiepraxis zu schließen, weil ich hinterfragen konnte und feststellen konnte, dass wir mit diesen kranken Konzepten von Sigmund Freud und Ähnlichem die Leute krank halten, weil nämlich die Psychoanalyse in Wirklichkeit, Karl Kraus hat da recht, die Krankheit ist, für deren Therapie sie sich hält. Ja? Und das habe ich begriffen und habe meine Praxis geschlossen deswegen. Ja, aber das hat kein anderer, den ich kenne, jemals auch nur erreicht. Das heißt, niemand von den Leuten, die ich kenne aus der Psychotherapie, hat jemals Post-Conventional Level erreicht. Denn sonst hätten die alle ihre Praxen schließen müssen. Ja? Nichts, gar nichts. Alle Leute, ich hatte Universitätsdurchschnittsnote 1,1, über mich haben 30 Professoren geschrieben, Ausnahmetalent der Wissenschaft. Meine Mitstudenten hatten 1,4, 1,5, 1,7 und keiner von denen denkt auch nur eine Sekunde darüber nach, ob er da nicht was verkehrt macht und ob er nicht die Menschen misshandelt.
Also, und dieses ständige Versuchen, Öffi, dass du versuchst, die Quadratur des Kreises zu schaffen, nämlich, dass du mit Menschen, die keine Genies sind, versuchst, das Post-Conventional Level zu erreichen, anstatt mit dem wenigen zufrieden zu sein, nämlich mit den GWÖ-Mechanismen, die Leute wenigstens zu zwingen, aufzuhören mit den kapitalistischen Schweinereien sozusagen. Ja, das ist, halte ich für den Fehler. Wechsel. Ja, also ich sehe da mehrere Hebel. Und also für mich sind ja Ansätze, das sind auch die Ansätze von Jesus, von Buddha, von Gandhi. Und die haben durchaus ja Massen bewegen können, auch mit ihrer Botschaft der Vernunft und Liebe, so dem Kern davon. Also da sehe ich viel von dieser Verantwortungsreife des Post-Conventional Levels auch. Dann Kant mit seiner Universalisierung, die Diskursethik mit der Verbindung von Diskurs Wechsel. Und Universalisierungsprinzip und so weiter. Da muss ich dir nur kurz widersprechen. All diese Leute, die du eben genannt hast, die haben geführt zum Ukraine-Krieg. Sie haben überhaupt nichts am Weltlauf geändert. Wechsel. Ja, das sehe ich anders. Und ich glaube, dass das Grundprogramm, dass wir eben uns verantwortlich fühlen für unsere Mitmenschen und die Welt, für die Zukunft, also dieses ganzheitliche Verantwortungsbewusstsein, das brauchen wir. Sogar wenn da viele werden, die es nicht begreifen und müssen gezwungen werden. Die, die aber die Regie führen, zumindest die müssen es ja haben, sonst führt der Karren weiter, fährt der Karren weiter in den Dreck. Das heißt, ich sehe da ganz viele Hebel. Wechsel. Auch, dass es Sinn. Ja, ich bin aber überzeugt, dass sie eben ausschließlich die Reichen und die Herrscher, die im Moment die Herrscher der Welt sind, nur einen Wechsel akzeptieren werden. Die GWÖ-GWO-Kombi, wo also ihnen gesagt wird, liebe Aldi-Chefs, liebe Familie Albrecht, liebe Familie Schwarz von Lidl, liebe Familie XY, Quant von BMW, ihr bleibt, ihr dürft alle Marktführer bleiben. Ihr müsst nur alles um einen Punkt umstellen. Ihr müsst auf Gesundheitsförderlichkeit, auf Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner umstellen, dann könnt ihr Marktführer bleiben. Und ihr wollt doch auch, dass es für euch besser wird und für alle Menschen besser wird und für eure Kinder und Enkel eine gesunde, saubere Umwelt gibt und dass alle Ärzte ein Interesse daran entwickeln, wie sie Krebs verhindern können, statt zu profitieren an möglichst viel Krebs. Und das können die Entscheider der Welt verstehen. Aber das geht nur, wenn wir mit GWÖ, GWO-Kombi stark werden. Die GWÖ alleine kann es nicht schaffen. Die hat lauter Fehler drin. Die hat sich schon den Hass der Wirtschaft zugezogen. Die kann es nicht schaffen. Wechsel. Ja, also ich sehe da tolle Werkzeuge. Aber ob die Leute auf Felber oder auf Gandhi oder auf dich hören oder vielleicht auf mich, also da stellt sich die Frage, ich denke, man Wechsel. Muss mit dem arbeiten. Da ist ein riesiger Unterschied. Gandhi ist meilenweit von der GWÖ und GWO entfernt. Das sind ganz andere Dimensionen. Die GWÖ und GWO sind allem anderen aus meiner Sicht hunderte von Kilometern überlegen. Wechsel. Naja, also ich sage mal so, die Anke hat das eben auch schon angesprochen. Wenn ich den Zielzustand, so eine schöne, liebevolle Gemeinschaft, wo die Menschen auch gar nicht mehr miteinander abrechnen, sondern fürs Wohl aller planen, wenn ich das jetzt schon in Funken hier verwirklichen kann, das waren auch die Ashrams von Gandhi mit der Selbstversorgung, da habe ich eine Existenzgrundlage, die schon in dieser neuen, verantwortlichen Welt und ihrer Logik steht. Und das gibt ja auch für alles andere die nötige Kraft. Also ich könnte auch nicht für den Kontakt zur GWÖ besser arbeiten, wenn ich weiter ohne alles auf der Straße stünde, also ohne diese kommune Lebensgrundlagen, ohne die Liebe, den Sex, das, was die Anke alles aufgezählt hat. Wechsel. Das ist doch eine Kraftquelle. Wechsel. Können, wenn da welche dazu kämen. Ja, bitteschön. Wenn du jetzt Milliardäre zu dir einladen würdest und die dürften dort mitleben, dann wären die total enttäuscht, weil da eben nicht 150 liebevolle Menschen miteinander leben, hübsche, knackige Frauen und die auch so hübsch sind wie die Anke und so weiter, en masse. Und weil da ja eigentlich gar keine andere Lebensqualität da ist. Wechsel.
Also das halte ich für die offene Frage. Im Moment führen die natürlich überwiegend ihr, ich sag mal, geldberauschtes Leben, ihr luxusberauschtes Leben und öffnen sich nicht, auch nicht für die freie Argumentekultur. Aber was passieren könnte, was passieren müsste, um ihnen eine andere Lebensqualität deutlich zu machen? Also da sehe ich verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Und wie gesagt, ich freue mich ja auch, wenn der Hebel der GWÖ in fruchtbare Richtung führt. Aber es ist dann nur eine Richtung und ich werde nicht für eine Teilrichtung die ganzheitliche vorweggenommene Zukunftslogik und Lebensweise streichen. Also da lebe ich doch den Stern vor und hoffe, dass da auch möglichst viele Sternschnuppen mit Wechsel. Ja, also ich bin ja auch, ich habe ja gerade wieder eingeladen für die Kommune Köln-Süd. Ich mache nur noch den Satz rund. Ich habe ja auch gerade wieder eingeladen für die Kommune Köln-Süd, weil ich ja da auch dran glaube. Aber der Punkt ist halt, wie kommen wir zur Weltrettung? Wie viele Jahrhunderte wollen wir noch Kommune Leute suchen? Ich habe wieder Kontakt gerade mit einer Frau. Ich denke, wir könnten viel schneller an Kommunenleute rankommen über die GWÖ-Bewegung. Wechsel. Ja, aber das schließt sich doch nicht aus. Also ich sag's mal ganz platt, wenn die Frau jetzt kommt in deinen Versuch, Kommune Köln-Süd, und sie macht leckeres Essen und ihr habt tollen Sex und so und ihr führt dabei die tollsten erleuchteten Gespräche auch und sowas alles, dann gibt dir das auch einen besseren Krafthintergrund auch für die GWÖ-Propaganda oder Kontaktherstellung, Vernetzungsarbeit als alles andere. Deshalb die Verbindung macht. Also solche Dinge, also gerade die Art von Alternativleben, was eine Existenzgrundlage schafft, innerhalb der schönen Verantwortungslogik der Zukunftswelt, das wird man ja auf jeden Fall dabei nicht weglassen. Ne? Und deshalb ist es wichtig, sowas zu haben und sich damit drum zu kümmern. Und alles zu machen, bis hin zum Fortnite-Spiel für die Verantwortungsentwicklung, Post-Conventional Level, für die Allersüchtigsten so. Ja, also im Grunde genommen, sowohl als auch Mehrschienigkeit, ne, das ist am ehesten aussichtsvoll. Und wenn einer jetzt schon voll sich kümmert, ne, um den GWÖ-Kontakt wie der Dillen, dann müsste das ja eigentlich zumindest reichen, damit dann eben auch die Talkmöglichkeit für andere, die Einbeziehbarkeit in Talks für mich mit dazukommt. Darf ich in deiner Zeit kurz auf diesen Punkt antworten? Ja, ich bin eigentlich fertig mit dem. Ja, genau das ist der Punkt. Ich habe in tausende von Sendungen, hunderten von Sendungen, habe ich selber sehr scharf kritisiert und die GWÖ sehr scharf kritisiert. Und das kann natürlich auch jeder dann rausfinden. Das heißt, ich allein werde nicht viel erreichen, denn jeder, der mal dann durchklickt, unsere Sendung, der wird sofort sehen, dass ich ja auch Kritiker von Felber sind und dann wird er nicht mehr weitermachen, während du bist neutral. Na, ach Dillen, ich bin doch da total kritisch. Ich bin doch der absolute Systemalternative, Aussteiger und so weiter, der mir in Felber direkt die kritische Frage gestellt hat, ob er nicht das Politische ausblendet, ob er nicht übersieht, dass er, während er da ein ökonomisches Reformkonzept anbietet, gleichzeitig die Herrschaftsverhältnisse weiterlaufen lässt, wo man sein Herrschaft oder Steuerruder an Leute abgibt, die eigentlich fragen und nicht mit Verantwortungsgründen überzeugen können und so. Aber ist das nicht die eigentliche Stärke von Felber, dass er diese alte Feindschaft der Linken gegen die Reichen und Mächtigen aufhebt und beendet, teilweise? Ich rede doch nicht von Feindschaft. Ich rede davon, dass man als verantwortlicher Mensch nicht sein Steuerruder in unverantwortliche Hände geben darf, die damit Schaden anrichten. Damit bin ich doch nicht der Feind dieser Leute. Ich möchte nur nicht von ihnen fremdbestimmt werden. Ich möchte nicht ihr Herrschaftsopfer sein. So, die Anke ist aber auch hier. Die Anke kann weitermachen. Ja, vielen Dank. Warte mal. Geht das jetzt direkt hin oder müssen wir wieder einzählen irgendwie? Nee, der Henning hat dich ja gehört, dann hört er auch die Anke. Dann können wir direkt so weitermachen. Alles klar, ich drehe das Telefon zu Anke. Ja, vielen Dank, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir auch Notizen gemacht zu dem, was ihr gesagt habt. Also, lieber Henning, deine Worte finde ich sehr gut und auch sehr logisch. Nämlich, ich fasse es mal zusammen, die Gewaltfreiheit auf allen Ebenen und auch in der Sprache darauf zu achten. Also wir wissen ja von der telepathischen Kommunikation, das nicht kann ja nicht transportiert werden oder das Nein. Also alles, was wir so uns ausdenken, wenn ich jetzt sage, denk nicht an eine rosa Wolke, dann denke ich natürlich an eine rosa Wolke. Dieses Beispiel ist euch ja wahrscheinlich allen bekannt. Brauche ich nicht weiter ausführen. Dann, was du ansprachst, lieber Henning, Opfer-Täter-Thema. Da fehlt aber eine Komponente, die ich jetzt zufügen möchte. Das ist ja Opfer-Täter-Retter.
Und das sehe ich hier ganz stark in deinem Versuch, Dylan, irgendwie die Welt zu retten, wie du das ja auch wirklich so nennst. Ich meine, ich weiß, was du damit meinst und kann da auch einiges Gutes dran davon abgewinnen. Nur, da komme ich zum nächsten Punkt, Wahrheit kann nur von Wahrheit erkannt werden. Und dein 1,1-Abschluss von der Uni hast du doch von den ganzen Kapitalisten bekommen, die noch nicht gemeinwohlorientiert sind. Ist das dann Wahrheit? Wie wertig ist dieser Abschluss? Also tatsächlich, da würde ich jetzt auch mal euch alle fragen, mit wie vielen Menschen habt ihr täglich Kontakt auch über euren Tellerrand, auch über eure Szene heraus, die euch auch Feedback geben? Also zum Beispiel, ich habe im Moment eine sehr, sehr, sehr feine, fähige Praktikantin, wo wir tatsächlich uns nach jeder Stunde Hundeschule besprechen, wo ich vielleicht, also ich frage dann so, Lisa, habe ich noch negative Gedanken da und da gehabt? Weil wenn ich noch negative Gedanken habe, auch wenn ich in der Art meines Unterrichts das schon positiv verpacke, aber wenn ich zwischendrin oder am Anfang oder am Ende negative Gedanken habe, dann transportiere ich da diese Energie. Und das möchte ich erlösen. Und ich denke, dass das dieser Punkt ist, an sich zu arbeiten, in seinem Umfeld zu arbeiten und da halt auch auszustrahlen, so wie eben auch Gandhi und Jesus ausgestrahlt haben und weit mehr erreicht haben als meiner Meinung nach jeglicher kopfgesteuerter GWÖ oder GWO Dozent, nenne ich es jetzt mal so. Mal gucken, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe. Ach ja, Wohlfühlstimme. Wohlfühlstimme finde ich gut, also da bin ich ja auch schon die ganze Zeit dabei, euch so ein bisschen mitzuverfolgen. Das finde ich auch toll, dass ihr so ein Ärztekonzept entwickelt habt, wo es nach Wohlfühlstimme geht. Ich möchte das aber noch präzisieren und optimieren, nämlich die Liebesstimme. Ja? Wo bleibt die Liebe? Tatsächlich sollten wir in der Schule lernen zu lieben, unser Herz zu öffnen, uns mit allem, was lebt, zu verbinden. Ja? Und in dem Sinne sind wir dann automatisch im Wohlgefühl, weil ich denke mal, auch Menschen, die noch dem vorteilsbringenden Irrtum oder wie ihr das nennt, unterlegen sind, die werden vielleicht subjektiv sagen, sie fühlen sich wohl mit ihren Ballermann-Reisen nach Mallorca oder sonst irgendwas. Ja? Die würden wahrscheinlich sagen, sie fühlen sich wohl. Aber ist das die Liebe? Wieder dieser Punkt, Wahrheit kann nur durch Wahrheit erkannt werden. Also das ist die Prüfung mit dem Herzen. Ja, ansonsten dann auch noch dieses, was du sagtest, Dylan, sinngemäß die Köpfe der Genies zu erreichen oder die Köpfe der einfachen Menschen zu erreichen. Oh, also dadurch, dass ich wirklich Kunden aus allen Schichten habe, habe ich so viel Demut und Respekt gelernt. Ich habe im Moment eine Familie, oder ich sage es mal andersrum, ich habe über die vielen Jahre Familien, die selber Pflegefamilien bilden, also wo eben Kinder und Jugendliche aus Haushalten kommen, die eben ja nicht so das Rosige erleben und die dann einfach ein besseres Zuhause suchen. Und die begleite ich, weil wir da auch oft Hunde ausbilden, die da ihre Mitwirkung tun. Und jetzt habe ich im Moment eine Familie, wo von drei, ja gut, mittlerweile erwachsenen Kindern zwei schon seit Jahren in einer Pflegefamilie gelebt haben und wo der Ex-Mann auch da ja am letzten Tag, bevor er ausziehen musste, die Scheidung war durch, auf dem Sofa saß und wo die Frau, also meine Kundin, ihm über den Mund fuhr. Also wo ich dann auch mit Fingerspitzengefühl kommunizieren durfte, wo ich danach tatsächlich auch meine spirituellen Kreise, natürlich anonym, ich nenne da keine Namen, gefragt habe, ob sie mitlieben, weil einfach ich da sehe, auf dieser 1:1 verbalen Ebene kommt man da möglicherweise nicht bis in die Tiefe, bis in die Wurzel rein. Und das war wirklich sehr berührend, wer da alles mitliebt, obwohl sie diese Menschen gar nicht kennen, ja, obwohl sie diese Menschen nicht kennen. Und das ist so wunderbar einfach und insofern, das ist einfach gewonnene Zeit und weil ja oft ist auch bei dieser Sendung jetzt drum ging, das ist dann vertane Zeit oder sowas. Also da, wo wir nicht lieben, ja, das denke ich, ist vielleicht vertane Zeit, aber auch wieder nicht, weil im Grunde sind wir alle von Gott und aus der Liebe und dem Licht und können auch dahin wieder zurückgehen. Und das, wo wir uns getrennt hatten, ist vielleicht auch ein wichtiges Lernkapitel, wo wir uns dann genau auf diesem Gebiet irgendwann in diesem oder einem weiteren Leben gut auskennen und möglicherweise da Spezialisten sind. Vielen Dank. Ja, Henning, ich muss dich wieder technisch einstellen, gell? Du willst doch was sagen, ja. Ja? Ja. Moment. Kannst du mich hören? So. So, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Henning, dass du jetzt auch von allen am Telefon gehört wirst. Vorhin hat es nämlich auch so geklappt.
Und wer hört mich? Kurz antworten oder geht das nicht? Ja, das geht ja geht so einfach nicht mehr. Ich kann es mal versuchen. Moment. Habt ihr uns gehört? Ja, kam. Die Antwort war ja. Ja, ich habe auch ein leises Ja gehört. Ja, ja. Also leg los. Ja, zur Anke möchte ich ganz gerne etwas sagen. Und zwar, ich sehe das alles ein bisschen energetisch. Und wenn wir bedenken, dass wir Schöpferwesen sind, beziehungsweise alles, was existiert oder Bewusstsein, was existiert, ist alles Licht. Und im Licht gibt es nur eine sonare Ausstrahlung von Licht, sowie eine Reflexion, was also Resonanz ist. Und die Resonanz ist letztendlich die Infektion oder Kontamination von Informationen, die wir aufnehmen. Und das, was wir ausstrahlen, sowie auch aufnehmen, wenn wir darauf achten, jeder für sich darauf achtet, dass wir im Guten bleiben, nach dem Schöpfergesetz, weil alles ist in Harmonie. Also sprich, nicht nur Liebe, sondern auch Achtsamkeit, Bedingungslosigkeit und im Zusammenleben. Das heißt auch in der Aussprache der Wortbegriffe. Das heißt, im Grunde genommen sind wir Lichtwesen und als Lichtwesen agieren oder leben wir aus der Kombination oder aus Zusammenleben von Organismen. Das heißt, jeder Mensch hat 12 Sinnesorgane. Und wenn ich nur über ein Sinnesorgan oder mich da auch noch darüber streite, über welches Sinnesorgan wichtig ist oder ich Demokratie machen möchte, dann bin ich ja im Streit mit mir selber. Und aus diesem Streit darf sich jeder selber befreien, im grenzenlosen Denken, dass wir Begrifflichkeiten im Guten anwenden oder benutzen, beziehungsweise auch wieder da übergehen, alle 12 Sinnesorgane wahrzunehmen, also in der Wahrnehmung, das heißt also fühlen, sprechen, kommunizieren. Kommunizieren ist letztendlich die energetische Reflexion von Lichtenergien und von Informationen. Und ich sage immer nur, es gibt nur gutes Licht und die Abwesenheit von gutes Licht. Alles andere, was wir als bösartig, ich nehme jetzt diesen Begriff bösartig als Wort auch dafür, wie alles, was mit gemein zusammenhängt. Weil böse und artig sind zwei Begriffe in einem Wort, wo das eine das andere aufhebt. Im Grunde, diese Begriffe dürfen wir eigentlich gar nicht mehr aussprechen, genauso wie irgendetwas, was mit gemein ist, weil gemein ist im Grunde genommen böse. Und für Gemeinökonomie würde ich erst einmal als erster Stelle die Begrifflichkeit ändern, im Zusammenleben mit allem zum Wohl aller. Das klingt viel anders, das hat eine ganz andere Schwingung, das hat eine ganz andere Energie, als wenn ich zu jemandem gemein bin oder auch nur gemein sage oder auch bösartig sage. Was im Grunde genommen ja auch artig ist, also auch gut gemeint ist. Aber es ist im Grunde genommen immer die Resonanz von der Abwesenheit von Licht, wenn ich das jetzt so mal sagen darf. Und es gibt nur gutes Licht, es gibt nur Harmonie, was miteinander harmoniert. Und solange wir im Streit sind, kann nichts miteinander harmonieren. Dafür muss jeder selber gehen. Und dann komme ich jetzt auch zu meinen anderen Argumenten struktureller Gewalt. Der fünfte Punkt ist die strukturelle Gewalt in dem Wahlsystem der Demokratie durch gewaltsame Unterdrückung an Minderheiten. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Und es gibt einen ganz einfachen Konsens, wo die Menschen sich untereinander einigen können. Und das ist ein System, das können wir in der Demokratie auch gar nicht umsetzen. Und selbst in der stillen Diplomatie, wo ich mitarbeite, haben wir einen Durchbruch errungen, dass wir jetzt Friedensministerien einrichten, anstatt irgendwelche Wirtschaftsministerien oder Außenministerien oder Kriegsministerien. Die werden ausgetauscht in der Zukunft. Und was die Welt anbetrifft, die Welt ist ein reines Gedankenkonstrukt eben dieser Sprachmatrix, die wir benutzen. Wenn wir aber unsere Sinnesorgane benutzen, auch
alle 12 zusammen im Kontext zusammen, dann brauchen wir unserer Sprache eigentlich gar nicht oder dieser Sprachmatrix gar nicht mehr bedienen. Dann verstehen wir oder begreifen wir im Zusammenleben mit dem Menschen direkt vor Ort, in der Infektion und in der Ansteckung, also im direkten Zusammenleben, dass wir es gut miteinander meinen, dass wir auch die Wahrheit erkennen. Das heißt, nein, nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eigentlich nur, die Wahrheit ist im Grunde genommen die Wirklichkeit von wirklich wirkendem Licht. Und das Licht, was im Jetzt, immer im Jetzt wirkt, macht die Wandlungsprozesse und auch den Zusammenhalt und das Zusammenleben aus. Und das dürfen wir wieder erkennen und das minimiert auch alle Gewalten. So, dann gebe ich weiter. So, jetzt muss ich gucken, was ich tun kann. Öffi, du hörst mich wieder, ich höre dich. Ja, dich höre ich. Ich hoffe, du mich auch. Ja, es funktioniert wieder alles. Und gestattet mir nur eine Minute extra dazu zu sagen, nur als Hinweis. Ich bin Schüler von Professor Richard Dawkins, dem laut Wikipedia und so weiter weltweit wichtigsten Denker mit seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, Das egoistische Gehen. Und ich habe 30 Jahre diesen Mann studiert, in- und auswendig. Also ich bin der hartnäckigste Atheist überhaupt. Also wenn man bei mir das Wort Gott erwähnt oder das Wort positives Denken erwähnt, dann hat man bei mir, dann kann ich schon gar nicht mehr zuhören, weil das für mich, also wenn man mich mit irgendwas überzeugen will, dann bitte die Worte Gott weglassen und die Worte positiv denken weglassen und negatives Denken und so weiter, weil da schalte ich völlig ab, weil das für mich einfach nicht existente Dinge sind, ja, und von daher, also, aber man versucht mich dann lieber mit anderen Argumenten zu überzeugen, nur das dazu, also ich bin sicherlich der härteste Atheist, ich werde sicherlich nie, als ehemaliger katholischer Mensch, nie von diesem härtesten Atheismus der Welt wegkommen, ne? Also von daher, da ist keine Chance, also, bleiben wir da streng bei unserer Methode oder darf die Anke da was zwischenschieben? Nee, ich meine, sie kann ja ganz kurz da was zu sagen, aber nur ganz kurz, weil mir ist es wichtiger, dass wir weitermachen und du sprichst ja zu mir, Öffi, fast nie von Gott und das ist ja auch positiv, denn wir müssen über Argumente den Weg finden, versuchen und da sind wir doch auf einem guten Weg, was zu erreichen, aber Anke kann ja ganz kurz noch mal was dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also erstens mal, ich will auf keinen Fall dich überzeugen, Dylan. Du kannst glücklich werden mit dem, was du für dich als Wohlfühlstimme oder Wohlfühlelement definierst oder auch nicht definierst. Aber bitte lass anderen Menschen, wie zum Beispiel auch mir, das Wort von Gott. Ich kann mich in Hennings Worten recht gut wiederfinden auch, wobei ich da ein bisschen den Praxisbezug vermisse, aber vielleicht kenne ich ihn auch zu wenig. Wie gesagt, ich habe hier ständige... Das ist ja auch völlig in Ordnung, nur nicht an mich gerichtet. Also ich habe so manches verstanden, dass es auch an mich gerichtet wäre. Wenn es an mich gerichtet sein soll, dann bitte einfach bloß nicht das Wort Gott und das Wort positives Denken, negatives Denken erwähnen, dann kann ich, dann klickt das bei mir weg als völlig uninteressant. Ja, aber das war nur auf mich bezogen gemeint. Du kannst natürlich, wenn du mit dem Henning zum Beispiel oder mit Bezug auf Öffi was sagst, jederzeit millionenfach von Gott sprechen. Das stört mich überhaupt nicht. Nur bitte nicht auf mich bezogen in irgendeiner Weise. Naja, aber wenn zum Beispiel eins deiner Scheinargumente ich eben auch widerlegen will und da eben Gott sage, dann ist das vielleicht auf dich bezogen und das nehme ich mir einfach auch mal heraus. Weil, wie gesagt, die Wahrheit kannst du auf verschiedenen... Hat nur keine Aussicht auf Erfolg, weil das Gottesthema habe ich nach Jahrzehnten abgehakt. Ich habe genug Erfolg und jeder Regenwurm, der mir da gegenübersteht, ist mir da lieber, als wenn du da sagst, rede nicht von Gott oder sowas. Das brauchen wir nicht, nur dann brauchst du da nicht so rumreden oder sowas. Du kannst dich vielleicht aber mal prüfen, inwieweit du irgendwie
Zeit vergeudest, so wie du das anderen Menschen zuschreibst, einfach mal so vielleicht in der nächsten Woche mal prüfen bis zum nächsten Samstag. Ja, und wir können ja Montag oder Samstag, wir können ja auch verschiedene Zweiergespräche machen. Ich bin jetzt aber heute darauf eingestellt, mit dem Öffi das Zweiergespräch zu machen. Ja? Ja, natürlich. Ja. Wir sind ja flexibel und wir können weitermachen. Genau, und wir können an anderen Tagen gerne auch mal ganz andere Paarungen zu zweit machen. So, und dann lege ich wieder los, in unsere dritte Runde beginnt, ja? Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Also, ich lese vor. Und auch das moralische Manipulieren von Menschen hin zum Gutes tun will ja auch nicht massenhaft gelingen, stellt also keine Alternative dar. Denn ich glaube, Öffi, das ist jetzt von mir wirklich ganz ehrlich mal gesagt, ich glaube, dass manche Menschen sich von dir abwenden, weil sie das mit dem selbstlosen Schenken als ein moralisches Manipulieren der anderen empfinden. Und deswegen sagen, nee, also ich will aber nicht ein moralischer Superheld sein, sondern ich will auch meinen Eigennutz leben und da will ich mir nicht reinreden lassen und so weiter, ja. Auch wenn ich ja dir natürlich an vielem, vielem zustimme, dass gerade das Egoistische im Kapitalismus natürlich einfach völliger Blödsinn ist, weil es allen schadet und so weiter. Aber die Leute wollen sich auch eben in den gesunden Eigennutz nicht reinreden lassen. Und das und von daher halte ich das Problem, wir sollten auf keinen Fall über das moralische Zeigefinger hoch manipulieren, andere Menschen irgendwas versuchen. Aber erstmal, das ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig, sondern wichtig ist mir jetzt der nächste Punkt. Ich lese nur noch mal schnell den nächsten Punkt. Deshalb sind aus meiner Sicht alle bisherigen Aktivitäten von Louis und Öffi bezogen auf Weltrettung überwiegend reine Zeitvergeudung, vielleicht einfach nur ein netter, vergnüglicher Zeitvertreib im ansonsten gemütlichen bürgerlichen Leben im Kapitalismus. So, sinnvoll wäre es erst, wenn Louis und Öffi von den Hare Krishna-Gruppen, jetzt wird's interessant, jetzt von den Hare Krishna-Gruppen und Werbern lernen würden, die auf der Straße mit Büchern im Arm alle ansprechen und einladen zu ihren Treffen mit Musik, Singen, Vortrag und Essen und dann noch klar machen, dass die Nutzung der Wandelgespräche Montag, Samstag und bald Donnerstag und die dort machbare Supervision, vielleicht sogar in Schachuhrtechnik, verpflichtend ist für jeden Annäherungsprozess an die Kommunen. Da würde ich sagen, wenn du so auftreten würdest, durch die Straßen gehen würdest, mit den Leuten sprechen, ich fand die Ansprache der Hare Krishna-Leute immer sehr nett und bin dem sogar gefolgt, habe deren Einladungen angenommen, fand das auch sehr schön dort, aber konzeptionell war das für mich natürlich alles im unrealistischen Bereich, aber eben die Art der Werbung, die halte ich für sinnvoll. Und genau das würde ich, wenn die Frau kommen würde jetzt tatsächlich, dann würde ich die genau dazu bringen, dass die eben diese Ansprache macht und die Leute zu mir schickt, während ich eben auch Live-Musik mache und so weiter. Und wir dann so versuchen, die weiteren Leute für die Kommune zu gewinnen. Wechsel! Ja, ich gehe die drei Punkte durch, mit der moralischen Manipulation und mit dem sich öffnen dafür, die Menschen und die Methode eben so auf die Straße zu gehen und ihnen Bücher zu schenken wie Hare Krishna. Also erstmal, ich das, was die Leute sagen, sie empfinden es vielleicht als moralische Manipulation, das ist als Inhalt. Wenn wir verantwortliche Entwicklung wollen, müssen wir bereit sein, verantwortlich zu denken, die Folgen unseres Tuns zu berücksichtigen und entsprechend zu handeln. Und ich gehe da hin und rede dann eigentlich eben nur, wenn ich gefragt werde. Also ich halte mich sonst eher im Hintergrund. Und dann sage ich als erstes noch, freie Argumentekultur. Und da passt auf den Manipulationsvorwurf aus meiner Sicht am besten, was ein ehemaliger Mitschwenker mal gesagt hat. Also diese Kritik am Öffi, dass er die Leute da manipulieren würde, das wäre so, dass man sagt, Öff manipuliert die Menschen zu eigenem freien, unkorrumpierten Denken und Wechsel. Denken von allem, woran man so denken muss. Wechsel. Ja. Da wechselst du wieder das Thema. Das Thema ist nämlich ganz anders.
rede lieber jetzt mal zu dem Arzt, der dir ganz klar sagt, den ich im Fernsehen gesehen habe, hinter einer Tarnwand, der ganz offen zugegeben hat. Solange die Gesellschaft mir einen Porsche jedes Jahr vor die Tür stellt, wenn ich die Leute auf Teufel komm raus, im Zweifelsfalle zum Krüppel operiere, des Geldes wegen, und die Gesellschaft mich rausschmeißt und mich arbeitslos werden lässt, wenn ich mich weigere, das zu tun, so lange möchte ich nicht moralisch Appelle an mich hören, sondern ich brauche erstmal einen Rahmen, der mir erlaubt, den Menschen Gutes zu tun und dann noch Geld zu verdienen. Wer mich moralisch appellieren will und sagt, sie müssen doch den Helden spielen und ihr Leben opfern und pleite gehen und rausgeschmissen werden aus dem Krankenhaus, indem sie der Krankenhausleitung Kontra geben. Für diesen Arzt, Öffi, habe ich vollstes Verständnis und bitte antworte diesem Arzt. Wechsel. Also ich sage, jeder sollte glücklich werden nach seiner Fasson. Wenn er freie Argumentekultur möchte, dann ist bestimmt es kein zu unverschämter Anspruch, dass ich sage, um verantwortlich zu werden oder für eine verantwortliche Welt, müssen wir Verantwortung für die Folgen unseres Tuns übernehmen und da entsprechend drüber nachdenken. Und dann Wechsel. Kann es auch schon gut sein. Ja. Ja, du verlangst aber doch von dem Arzt, dass er wie ich so selbstschädigend sein soll, seine Praxis zu schließen, anstatt GWÖ, GWO, mit GWÖ, GWO-Kombi dem Arzt gutes Geld zu verdienen, zu ermöglichen, wenn er zum Retter der Menschen wird, statt zum Killer der Menschen. Wechsel. Nee, also ich sag freie Argumentekultur, ne? Möchten Sie das? Ne? Wenn nicht, dann höre ich ja schon gleich wieder auf mit den Leuten. Dann sage ich also, meine Grundeinstellung ist, ne, so verantwortlich werden für die Folgen unseres Tuns, ne? Und was ist da verantwortliches Handeln? Und dann bin ich ja gerne bereit, wenn ich merke, der ist so drauf, ne, wie du ihn jetzt beschrieben hast, dann würde ich ihm auch vielleicht sagen, naja, vielleicht ist er am besten mit der GWO und der Wohlfühlstimme und so, so eine Zwischenstufe dann erstmal zu machen, wenn man denkt, das andere, ja, ist zu unverschämt, ne, zu unverschämte moralische Anspruchshaltung oder gar Manipulation. So würde ich sagen, dann passt für sie am besten vielleicht das, ne? Aber gleichzeitig, und soweit würde ich mir wieder erlauben, in der freien Argumentekultur zu gehen, wenn Sie mal ausprobieren wollen, ob das nicht ganzheitlich so die erfüllendste Lebensweise wäre, ne? Ich versuche so Kommune leben und da sind Sie immer herzlich eingeladen, sich das auch mal anzuschauen oder zu gucken, was Sie dabei erleben, ob Ihnen das, wie gut Ihnen das tun kann und so. Ja. Wechsel? Ich kenne nur zwei Leute, die auf der ganzen Welt, die diesen Post-Conventional Level Ausstieg gemacht haben. Sogar alle unsere Professoren sind nie so weit gegangen wie wir beide. Und die sind schon absolute Spitze. Also das heißt, du sprichst wieder was an, was aus meiner Sicht einfach nicht kommen wird. Dieser Arzt wird dir nicht zustimmen. Der sagt weiterhin, solange die Gesellschaft mir den Porsche vor die Tür stellt, mache ich so weiter. Wechsel natürlich, Wechsel. Ja, gern. Ja, dann muss das so weitermachen. Ne? Und ich biete ihm an, wenn es für ihn mit den Zwischenschritten schon was sein könnte, ne, wie GWO, Wohlfühlstimme und so. Und da würde ich sagen, da gibt es die Möglichkeit, dann so eine Vertrauenshausarztkommune da zu bilden. Ne? Also, aber was ihm auch vorwärtsbringend erscheint, was ihm Erfüllung und Glück bringt, ne, das soll er dann machen. Und wenn er die Kommune, sofern ich da so eine Kommune habe, und zumindest klitzekleine Keimlinge habe ich ja, und ein paar Menschen, die er kennenlernen kann, bin ganz beeindruckt vom Yannick, wie der jetzt so auch drauf ist, da in Berlin, im Demokratieversorgecamp, hat eine gute Einstellung im Moment, der Junge. Wenn er sowas kennenlernen will, wie gut ihm das tut, mit so Menschen umzugehen, zu sprechen, ne, und gemeinsam freie Argumentekultur immer weiter voranzubringen, ja, kann er machen. Ne? Aber er soll überhaupt zu nichts gedrängt sein. Also um diesem missionarischen Vorwurf zu entgehen, habe ich mir sehr konsequent von Beginn an, als ich auf die Straße gegangen bin, übrigens in ähnlicher Weise, viele Jahre wie die Hare Krishnas und so weiter, und mache das heute bei Bedarf oder bei Gelegenheit auch immer noch, mit meinen Plakaten und so. Aber als ich da losgezogen bin, war mir klar, um dem Missionarvorwurf zu entgehen, folge ich sehr streng dem Prinzip, rede nur, wenn du gefragt wirst und lebe so, dass du gefragt wirst. Wechsel! Lade doch den Yannick mal zu diesen Talks hier ein. Ansonsten halte ich das noch nicht für ergiebig. Also er soll mit hier talken. Wechsel. Fände ich auch gut. Ja, fände ich auch gut. Eingeladen ist er sowieso schon. Ich lade doch auch alle immer in alle Richtungen ein. Ne? Du bist also dran, Öffi.
Ja, also wenn es einen Ausweg geben soll für uns Menschen, die wir in ganz besonderer Weise die denkenden und sprechenden Wesen sind, dann müssen wir ihn durch Denken und Sprechen miteinander suchen. Und die freie Argumentekultur erschließt alles. Also ich brauche da gar nicht jetzt mit großen moralischen Ansprüchen, um mich zu schmeißen, oder Manipulation ist es aus meiner Sicht eh nicht, wenn ich die Menschen zu eigenem kritischen Denken bringen will, auch mir gegenüber. Das ist dann befreiend. Ne? Wechsel. Überzeugen ist was anderes als überreden oder manipulieren. Ja. Wechsel. Ja, da haben wir jetzt den Kernpunkt des Ganzen. Einen der Kernpunkte des Ganzen. Es gibt bestimmt mehrere. Nämlich, dass ich ganz sicher bin, Öffi, dass die Masse, auch der klugen Menschen, niemals sich, es piepst, niemals aufgrund der freien Argumentekultur für das Pleitegehen entscheiden wird, sondern sie können nur über die GWÖ-GWO-Kombi das Nicht-Pleitegehen mit dem Guten für die anderen Menschen kombinieren. Das ist das, was möglich ist. Und während du glaubst, dass die Leute alle über Frack quasi dann sich entscheiden würden für das Pleitegehen ihrer milliardenschweren Konzerne. Du bist dran. Ja, danke schön. Ich würde das so sehen, dass sie wirklich gucken können, ne? Was ist ihr Stand, ne? Die Menschen abholen, wo sie sind. Ich biete ja nur an, dass wir einfach auch drüber nachdenken könnten, was heißt die Verantwortung im Ganzen? Wie weit können wir kommen, wenn wir sagen, wir haben eine Vernunftseele und wir identifizieren uns mit dem, was vernünftig ist? Wir ordnen auch uns in die Welt so ein, an passenden Platz und im passenden Maß. Das schließt ja die Möglichkeit schon mit ein, sogar sein Leben dann zu geben, wenn es das Ganze den Sinn hat. Ja, und Öffi, vielleicht beim nächsten Beitrag, vielleicht sprich doch mal hier dann nachher mit Jeff Bezos und sag dem, der soll seine 200 Milliarden, sein Amazon pleite gehen lassen, indem er aufhört, dort die Leute, die konsumsüchtig zu machen und was weiß ich, und deren Leben zu zerstören, damit sie möglichst viel bei ihm einkaufen. Ja, das wird er nicht tun. Aber jetzt ist dran Anke, gell? Anke ist dran? Ja. Ja, genau. Zeit läuft, ja. Ja, danke schön. Guck mal, ob ich mir was notiert habe. Nee, jetzt nichts Relevantes. Also, mir ist es tatsächlich dieses Format hier zu sehr so dieses Wrestling- und Kampfmäßige, was insbesondere von dir, Dylan, so transportiert wird. Insofern kannst du auch mal deine Resonanzen überprüfen. Also ich sag mal, du könntest doch, wenn das so wäre, dass du das alles schon so wüsstest. Danke, kann ich dir zu den Resonanzen, darf ich dir was sagen in deiner Zeit? Nee, bitte nicht jetzt. Dann hättest du ja jetzt schon die Kommune und müsstest nicht um jede einzelne Frau, die jetzt vielleicht mal wieder anklopft, denken. So. Weil ich lebe hier, wie gesagt, täglich in meiner Lebewesenfamilie, bin fein vernetzt, so wie man ja auch weiß, ist, dass die Natur ganz weit miteinander kommuniziert. Also auf diese ganzen feinen Kommunikationskanäle wäre es gut, einzugehen und auch in die Kooperation zu gehen. Also dieses Argumente gegen Argumente, so wie du es machst, ist mir zu Wrestling-mäßig. Damit will ich nicht generell die Argumentekultur verteufeln, um Gottes Willen. Ich finde die gut, weil Argumente sind auch logisch. Und Wahrheit ist logisch und im Grunde die Liebe ist auch logisch. Ach ja, und die Liebe enthält natürlich alles auch, wie Achtsamkeit und Mitgefühl und diese ganzen Dinge. Ich empfehle da puramariam.de, puramariam.de. Und ich habe auch gerade noch, es ist mir gerade gelungen, einen Kommentar zu posten, mal ein Interview, wo ein Mensch, der früher Kapitalist war, über Bruno Gröning zum lieben Gott gefunden hat. Alle, die das vom lieben Gott hören wollen, können da sich angesprochen fühlen. Die sich nicht angesprochen fühlen wollen, sind nicht angesprochen. Sowieso wirkt das ja auch nur, wenn man auf Empfang geht. Ne? Das ist ja also alles Frequenzen. Und wenn ich zum Beispiel von Gott nichts hören wollen würde, dann würde ich da nicht auf Empfang gehen und dann bin ich da sowieso nicht involviert. Aber vielleicht dann auf anderen Kanälen, weil das Leben bringt uns ja Stück für Stück vor. Ja, das war es eigentlich schon. Da brauche ich gar nicht mehr Zeit jetzt in Anspruch nehmen und gebe dankend weiter. Ja, und vielleicht nur diese ganz kurze Bemerkung. Seitdem ich, weil ich so viele Sachen bei Öffi Weltspitze finde, seitdem wir Sendungen mit Öffi machen, sind schlagartig
unsere Klickzahlen eingebrochen. Die Sendungen hier wie Samstalk und so weiter werden nullmal angeklickt, nullmal zu Ende geschaut und so weiter. Und wir verlieren ständig Abonnenten seitdem und haben einen regelrechten Einbruch aller befreundeten Sender, die diese Sachen senden drin. Und konkret haben mir Leute ganz klar gesagt, wenn der Öffi dabei ist, das höre ich mir erst gar nicht an, da komme ich auch nicht in die Talkshow, weil das einfach mir zu weltfremd ist. Nur das nur als Rückmeldung. Super, dann sehen wir mal, was du so auf die Beine kriegst. Ja, und deswegen sage ich nur, dass es deswegen ich es für sinnvoll halte, dass wir mit dieser wunderbaren Schachuhr-Methodik oder vielleicht sogar mit der drei Sätze im Forum, da würde ich ja dann wieder einklinken, wenn das dort in Gang kommen würde, wirklich effizienter arbeiten in Bezug auf kleine Chance der Annäherung. Und jetzt ist der Henning dann 5 Minuten dran, ne? Und ich gucke wieder, dass ich die Technik hinkriege. Ja. So, könnt ihr mir hören? Bist du fertig? Noch nicht. Nochmal leise. Ich höre es piepen. Ja, jetzt müsstest, jetzt kannst du loslegen. Ja, ich danke den Vorrednern und möchte auch meinen Senf dazugeben. Und dieses Streitgespräch, was ihr hier führt, oder auch, dass die Besucherzahlen heruntergehen, liegt endlich daran, so wie ich es empfinde. Nur Henning, Henning, Streitgespräch. Also es war eigentlich nur die Anke hat bis jetzt eher streitende und mich eher leicht beleidigende Worte benutzt, der Öffi nicht. Und ich habe auch den Öffi nicht beleidigt, sondern habe einfach nur Argumente ausgetauscht. Ja, genau die Argumente, Gegenargumente ist, Kampf ist Streit, das Dagegensein, anders sein, anstatt in Konsens zu gehen, in Harmonie. Und dieser kleine feine Unterschied, in Konsens und in Harmonie aufeinander zuzugehen, sich einig zu werden, ist eine ganz andere Frequenz. Das heißt, die Frequenz ist das eine, wie es rüberkommt, aber das Schwingen der Frequenz, also die Information, die Schwingung der Information ist gerade mit dieser Struktur, die wir oder die ihr, ich mache da eigentlich nicht so gerne mit, dieses Schachgespräch, dass man nur bestimmte Grenzen hat, dass man den Kontext im Grunde genommen einer Schwingung zerstört. Und das ist das, was disharmonierend wirkt letztendlich. Die ganze Kommunikation, wie sie hier praktiziert wird, auf diesem Kanal. Das ist das, was mich so ein bisschen auch stört. Aber ich nutze diese Gelegenheit, um meine Botschaft rüberzubringen. Und meine Botschaft ist halt eben, dass das Universum einzig und alleine aus Achtsamkeit, durch Harmonie, und in der Sequenz oder in der Schwingung nur in Harmonie agiert. Das heißt, in dem Moment, wo Dissonanzen auftreten, ebenso wie du eben abschaltest oder andere halt eben einfach nicht mehr dazukommen. Und diese Disharmonien, die schaffen wir Menschen alle uns selber und die können wir auch nicht in Form von Doktrinen jemand anderes aufzwingen, weder in einer Demokratie noch in einem Gespräch, weil einzig und alleine das Gespräch letztendlich die Harmonie oder die Schwingung der Harmonie erzeugt. Und das ist eben die Resonanz und auch die Information, wie ich Informationen rüberbringe. Freie Argumentekultur, Informationen rüberzubringen, ist okay. Wenn ich aber nicht in Resonanz gehe, sondern in Dissonanz, also gegeneinander, einfach nur Gegenargumente bringe, dann bringt das ganze Gespräch nichts mehr. Das zerfällt letztendlich. Und das ist die Situation, die hier gerade stattfindet und die auch nicht nur auf diesem YouTube-Kanal, in den
Wandelgesprächen stattfindet, sondern auch als Symptom einer kranken Menschheit auf der Erde stattfindet. Und diese Krankheit, diese Welt, die ihr hier immer vertretet, das sind alles nur Gedankenkonstrukte. Die Welt des, oder beziehungsweise das Leben sich an sich, also das energetische Zusammenleben, das wirkliche Sein, die energetischen Wandlungsprozesse, die also in jedem Moment nur im Jetzt stattfinden, also im wirklichen Leben, das sind ganz andere Beziehungsmuster als wie Argumentekultur. Und das möchte ich nochmal ganz klipp und klar sagen. Und diese Beziehungen, die wir zueinander haben, die wir in dieser Wirtschaft haben, die wir in dieser Demokratie haben, das sind symbolisch gesehen im Grunde genommen Bedingungen, die wir leben, Regeln und Bedingungen. Und die haben, oder das Universum oder die Lichtkommunikation ist bedingungslos. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das sagt uns auch jede Münze, die wir haben oder ansehen in ihrer Symbolik. Es sind immer zwei Seiten, es sind immer zwei Bedingungen. Aber die werden durch die Lichtlebenssubstanz des Metalls in Einheit gehalten, zusammengehalten. Und dieser Zusammenhalt geschieht immer nur in Konsens. Weder in einer Demokratie, noch in einem Wirtschaftssystem, noch in einem Geldwertesystem. Weil das Leben, die Lichtlebenssubstanz, ist ein unendlicher Wert. Und das ist ein Bewusstsein. Und das ist das, was die Menschen begreifen dürfen. Und damit gebe ich weiter. Effi, technische Frage an dich. Wann musst du heute Schluss machen? Also wir haben jetzt 5 Minuten nach 10. Ich denke, also wir können ja alles weitermachen, ne? Aber ich denke, für heute Abend sollten wir zum Ende finden. So langsam zum Ende finden. Dann würde ich sagen, dass jeder vielleicht noch 1 bis 2 Minuten, also sagen wir 2 Minuten für jeden noch und dann Feierabend für heute und Vertagung. Genau. Ja? Ja, genau. Dann mache ich mal hier 2 Minuten an. Moment. Ja gut, dann ich fange an. Ja, gerne. Ja, also ich fand's sehr gut mit dem Schach. Ich fand's ein bisschen so, dass die Anke so die einzige war, die so eine leicht aggressive Note reingebracht hat. Ich fand, dass der Öffi und ich, ich hab den Eindruck, Öffi, jetzt haben wir zum ersten Mal die Chance, dass wir vielleicht irgendwann uns, und du weißt ja, ich habe ja vorhin aufgezählt, was ich an deiner Arbeit Weltspitze finde, weswegen ich ja auch weitermache, trotz der schwindenden Klickzahlen. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir uns wirklich minimal annähern könnten, was das Schenker-Konzept und die GWÖ-GWO-Kombi anbetrifft. Da ist ja auch schon eine gewisse Annäherung. Also insofern bin ich eher optimistisch. Ich finde es gut und freue mich auf Montag, wo wir das weitermachen sollten, aus meiner Sicht. Gerne auch mit jemand anderem dann. Leider, ich habe nur 2 Uhren. Ihr müsstet mal 3 Uhren auftreiben, dann könnte man das auch mal zu dritt versuchen. Ne? Dann nochmal ganz wichtige Information. Oshos Kommune, Osho Bhagwan Shirashnis Kommune in Rajneeshpuram, Oregon, ist kläglich gescheitert, ja, weil wir damals alle das Know-how noch nicht hatten. Ich hatte als Bhagwan Anurag Sitel, als Nachfolger Oshos in Wiesbaden eine 2 Jahre lang funktionierende Kommune mit einem festen Bestandteil von circa 6 Leuten. Und wir hatten, also ich muss sagen, ich jedenfalls hatte den besten Sex aller Zeiten, davon träume ich heute noch, den ich mir je vorstellen konnte. Nach 2 Jahren haben wir durch bestimmte Fehler, die wir sicherlich alle irgendwo gemacht haben und bestimmte Unwissenheiten, die wir noch hatten, war auch diese Kommune dann wieder am Ende. Aber letztendlich, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, trotzdem war das die beglückende Erfahrung,
was ich da an Sex mit mehreren Frauen und so weiter und die anderen auch mit mehreren Personen hatten, das war einfach bonobotisch. Das war absolut traumhaft, ja. Und vielleicht Öffi, jetzt dein Schlusswort. Ja, danke den Vorrednern. Ich kann alles, was da jetzt auch zum Schluss gesagt wurde, gut verstehen. Ich bin der Ansicht zur freien Argumentekultur oder überhaupt zu diesem Versuch, jetzt aus der Sackgasse rauszukommen. Der Sackgasse, dass die Menschen sich weigern, mit in dieses offene Nachdenken zu gehen. Da ist es wichtig, dass wir Experimente machen, Experimente zulassen, von unterschiedlicher Art. Also so wie ich gerne jetzt eingehe, Dylan, auf dieses Hin und Her beim Argumentieren, was ja viele Leute gerne haben. Die mögen doch Schlagabtausch in den Diskussionssendungen, im Fernsehen und sowas, ne? Genau deswegen habe ich die heutige Sendung auch mit Streitgespräch, Streittalk überschrieben, weil die Leute lieben Streit. Ja, genau, sowas kann ich. Und wir beleidigen uns ja nicht. Ich beleidige dich nicht, du beleidigst mich nicht. Wunderbar. Ja, und trotzdem gibt es auch, habe ich volles Verständnis auch für die Einsprüche dann, dass eigentlich auch anders kommunizieren noch besser wäre. Also ich wäre für alles zu haben an Experimenten. Ich halte sehr viel zum Beispiel auch von der Kommunikationsart der Quäker. Die sitzen zusammen und schweigen alle und hören und lauschen und blicken auf das innere Licht. Dann sagt einer vielleicht was, wenn er wirklich denkt, er ist jetzt hell genug durchleuchtet davon. Die anderen antworten da gar nicht drauf, sondern prüfen das wieder in sich. Also was das da für eine Resonanz oder Lichtantwort sozusagen in ihnen freilegt und so. Und da gehen sie raus und haben noch nicht mal ein Ergebnis festgehalten und wissen, was der Konsens ist. Also ich finde total spannend, was wir da an Methodenexperimenten auch machen können. Und wir sind auf dem Weg. Also es gibt aus meiner Sicht keinen anderen logischen Ausweg als mit freier Argumentekultur, auch mit Menschengeschwisterlichkeit, aber die ergibt sich dann automatisch. Also freie Argumentekultur ist der absolute Zentralschlüssel. Aber Dylan, du weißt so gut wie ich, warum die Leute da nicht kommen und die Fernsehsender nicht kommen und ausschalten oder so. Die sind zu mir gekommen, als ich der Sensationswaldmensch war da, der da im Wald ohne Feuer und so dann mit Familie noch über die Runden kam damals. Genau, und die Leute, die wollen halt nicht bei ihrem kapitalistischen Leben gestört werden durch uns. Ne? Genau, genau. Also im Grunde genommen kann ich sagen, die Tatsache, dass sie da so allergisch drauf reagieren, sich mit mir zu beschäftigen, zeigt, wie weit der wunde Punkt ist, der da eben ist, ne, der getroffen wird. Und der aber auch diese Verdrängungsmauer ist, durch die wir irgendwie durchkommen müssen, um vernünftig miteinander über Verantwortung reden zu können. Ja, also insofern danke an alle, ne? Und ich freue mich, wenn wir in den verschiedensten Formen weitermachen. Immer auf dem Weg, ehrlich und offen zu denken und gemeinsam einen Weg der Verantwortung zu finden. Schlusswort Anke. Danke, Walter. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mir wieder ein bisschen was notiert und bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Ich persönlich finde Hennings Beiträge als sehr bereichernd und auch von der Schwingung erhebend. Ich habe auch einen Link, wie gesagt, noch über ein Interview von einem Menschen aus dem Bruno-Gröning-Freundeskreis in den Chat gestellt. Das halte ich auch für Schwingung erhebend, denn wenn jemand extra das als Streit-Talk nimmt und damit diese niederen Schwingungen bedient, anderen Menschen dann noch aggressives Verhalten vorwirft, selber aber in dieser Resonanz, in dieser Energie ist, finde ich das spannend. Ne? Find ich spannend. Nee, den kann ich nicht sagen. Das ist ein Link, den ich jetzt nicht auswendig weiß. Ich habe den aber da reingesetzt. Dann nochmal zu dir, lieber Dylan, mit deinem Thema Bonobos, wo du ja abendfüllende Monologe hältst, wie ich mir habe auch oft schon berichten lassen und auch schon im Hintergrund gehört habe. Da würde mich mal interessieren, ob du bereit wärst, auch mit echten Bonobos zusammenzuleben. Die werden auf der einen Seite so spirituell, dass sie sehr nah dem lieben Gott sind und auf der anderen Seite so geerdet, dass sie stinken, furzen und so weiter und natürlich auch schönen Sex haben. Apropos Sex, freut mich ja, dass du vor Jahrzehnten so wunderbaren Sex hattest. Mich würde aber mal interessieren, wie dein Kontinuum ist oder auch deine Weiterentwicklung. Mich würde überhaupt eine Transparenz interessieren. Also halt uns doch mal auf dem Laufenden mit der Kommune Köln-Süd, wie sich die entwickelt, wie viele Menschen da so dann sind in der Gemeinschaft. Dann eben, was habe ich mir hier noch notiert? Also überhaupt Transparenz. Wer waren oder sind denn diese ganzen Professoren, die bei Next Scientist for Future mit dabei sind?
wie viele sind das denn, die dann angeblich abgesprungen sind, seit Öffi dabei ist? Das sind ja Thesen, wo ich gerne Transparenz und Belege hätte. Ich habe von Abonnenten und Klickzahlen gesprochen, die wir drastisch verloren haben. Mhm. Okay. Ja, genau. Aber wie gesagt, es liegt ja meistens immer, die Menschen, die die Streitkultur suchen, denken, dass es nicht an ihnen liegt, sondern suchen halt die Themen immer im Außen. Und da gefällt mir Hennings Ansatz eigentlich recht gut. Ja, ich gebe dann dankend weiter. So, Henning, jetzt muss ich dich wieder irgendwie zugänglich machen. Ab. Henning, du kannst loslegen. Ja, ich bedanke mich für die Runde hier. Es war wieder sehr erfrischend für mich, zu hören, in welche Richtung das alles hier läuft. Und danke an Anke für deine Zustimmung. Und meine Erkenntnis, meine Forschung, meine energetische Forschung hier aus Caral in Peru, den Denkmälern oder ältesten Denkmälern auf der Erde, die also für Licht, in der Bewegung für Licht und Leben stehen, gibt es nur in meiner Betrachtung her, dass die Menschen oder meine Botschaft, dass die Menschen wieder an das sich erinnern, was also wirklich wichtig im Leben ist, und das ist eben die Achtsamkeit in Harmonie, in der Aufrechterhaltung aller Licht-Leben-Kräfte im Gleichgewicht, miteinander, nebeneinander und füreinander, in Bedingungslosigkeit, in Kommunikation sowie in Kooperation und im Konsens und in der Liebe. Und dieses können wir nur erreichen durch Schenken und Helfen. Alles andere ist letztendlich eine Gewalt am Leben oder ein energetischer Prozess, der in den energetischen Prozessen eine Gewalt darstellt und Leben in seiner Form von Quantität, Qualität minimiert und sowohl auch in der Ehre und Würde minimiert. Und das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass also jeder, der Geld benutzt, und das habe ich den Franz Hörmann auch gesagt, der hat das sofort umgesetzt binnen 3 Wochen, dass er in seinem neuen Video gesagt hat, jeder, der für Geld arbeitet, ist korrupt. Und das stimmt auch so, weil aus energetischer Sicht, rein aus energetischer Sicht, ist alles Licht. Und alles Licht gehört sich selber. Und wer da etwas sein Eigentum nennt, in einem kapitalistischen Denken, der ist schon mal korrupt und betrügt letztendlich, begeht einen Betrug am Licht, also an uns selber, an unserem Bewusstsein. Und wer dann noch aus Geld generiert, der ist also noch korrupter, weil er arbeitet nicht mehr für Geld. Und diejenigen, die also die Staaten oder die hohen Firmen, die Staaten vertreten oder managen, die dann letztendlich die Ressourcen, die also unsere Lebensbasis sind, für Geld verkaufen, wie also Russland mit Gas an Europa, dann ist das die größte Korruption auf der Erde, die wir haben. Und die ist gegen das Leben gerichtet. Und das darf die Menschheit erkennen, dass das Gewalten sind, wo wir jeden Tag Täter und Opfer uns gegenseitig produzieren. Und wie gesagt, es kann nur das Opfer sagen, halt, stopp. Ich möchte nicht mehr Opfer sein und ich möchte dich auch nicht zum Täter machen. Wie kommen wir aus der Situation jetzt raus? In diesem Jetzt-Moment. Dafür brauche ich keine Demokratie, sondern nur den Moment im Zusammenleben mit denjenigen, der Forderungen oder Bedingungen stellt. Und das sind Gewalt, strukturelle Gewalten. Und die dürfen wir erkennen. Und die letzten 5 Ebenen, die ich von struktureller Gewalt in der nächsten Sendung. Schon dreimal gepiepst. In der nächsten Sendung. Jawohl, jetzt bin ich fertig. Ja, bei mir nur noch ein Satz. 2 Professoren haben wir verloren, weil ich einmal mich habe verleiten lassen, bei den Extinction Rebellion teilzunehmen. Und obwohl ich wusste, dass es sich dort um sehr gefährliche Leute handelt. Aber jetzt ist abgestürzt. Ja, jetzt ist leider abgestürzt. Ich stoppe die Aufzeichnung.